die Schinken, die sind zwischen über acht Monate alt. Das bedeutet, da ist schon Reifung. Wir gehen in andere Räume, wir werden wir sehen verschiedene. Wir haben die reife Räume mit 4 Jahreszeiten. Alte Philosophie war ein Jahr Schwein gewachsen und ein Jahr Schinken gereift. Hm. Also 4 Jahreszeiten brauchten die das Schinken zum Reifen zum Ende zu bringen. Und wir haben auch was nachgemacht, dass wir haben Räume unter dem Winter, wir machen die Schinken ganzes Jahr. Und dann haben wir nachher Räume Frühling, Sommer und Herbst. Und da ist auch Bedienungen. Wir beginnen mit niedriger Temperatur, die Temperatur wächst und die Feuchtigkeit geht runter in den Räumen. Das ist so eine Nachmachung. Aber alles wird gemacht, auch Klimatisierung machen wir mehr als 80% mit der Natur. Das bedeutet, wir tauschen das Luft ein. Nur jetzt, wo es so heiß ist wie jetzt, machen wir mit Hilfe von Kühlung. Aber wir für Kühlung brauchen wir Brunnenwasser. Weil Brunnenwasser hat in den Brunnen 20 Meter unter der Erde 12 Grad, ganzes Jahr, auch im Winter, auch im Sommer. Und letzte zwei Phase, auch da ist oben, können Sie Kühlung sehen, das ist nur mit Brunnenwasser gekühlt. Mhm. Das sind die Schinken nach dem Räumen. Ja, die sind heute von dem Rauch rausgekommen. Was können Sie sehen? Einige haben schon Schimmel, einige haben nicht die Schimmel. Jetzt wird das Schimmel sich von einem Schinken auf andere wachsen. Es sind alles Keule, die sind von unseren Bauern. Wir haben 7 gezüchtete Schweine nur für uns und die züchten auf größeres Gewicht, 150 Kilo. Die Schweine müssen schwerer sein und langsam gewachsen, dass wir Qualität Fleisch haben. Wenn wir ohne Verarbeitung machen, nur mit Gewürze und Salz, dann brauchen wir jedes Fleisch. Das ist sehr wichtig. Dann man nicht von jungen Schweinen die Reifung oder die Dauerware machen, weil das sehr viel Wasser entfällt und ist magisch nicht fett angewachsen und die sind qualitativ. Und wie sieht es mit Fettanteil aus? Braucht es dann bestimmt? Es ist so. Ich bin selbst für viel Fett, weil das die Qualität ist. Aber die Leute, wenn die Schinken kaufen, mögen sie nicht viel Fett, auch einige. Wir haben auch einige ältere alte Sorten von Schweinen, wo hart Fett ist und auch Fleisch, das ist Mandolins oder Kirschkopolski Geschichte. Das ist nicht so viele Schweine verarbeitet, aber jedes Jahr ungefähr 20, 30 Schweine machen wir auch. Und die sind die echte Hammer. Das Fleisch ist speziell. Okay, das ist, Prekmurische Schinke ist eigentlich eines slowenischen, 20. slowenische Produkt, die ist geschützt in Ihnen. Das ist bei uns wichtig, jetzt ist es nicht. Aber können Sie sich überlegen, wir brauchen alles mit Buchenholz und Buchenspinnen auf offenem Feuer. Ja. Weil alle Leute mit Buchenholz, aber machen sie mit Reibung Holz gegen das Metall oder mit einer künstlichen, diese elektrischen Elektroden, die Spinnenröhre erzeugen. Und da ist die Menschen hinter dem Feuer, die passen auf dem Feuer, dass mit Buchenholz und befeuchtet Sägemehl, wie sagt man, kontrolliert die Hitze und das Rauch. Es ist eine so sehr wichtige Arbeit, wenn jemand das macht, weil jedes Fleisch und jedes Jahr ist es anders. Im Sommer wird anders gemacht. Aber es ist wichtig, dieser natürliche Rauch hat andere Aroma wie künstliches. Das wird auch bei den Produkten genommen. Mehrschichtige, schon, aber das ist gleich ein Reifenprozess. Das sind Schichten, dritte und vierte Monat bleiben in diesen zwei Räumen. Ich zeige Ihnen etwas mehr. Das ist nicht typisch für die Region, aber für uns, für meine kulinarische Entwicklung, ist eine gute. Aber wir haben schon einige Produkte gemacht und es war bei edelstem Kochen sehr gut.
populär, beliebt. Populär und die wollte mehr, muss ich mehr machen. Okay, dann jetzt kommen wir zum schönsten Raum. Bitte. Hier sind wir im Raum, wo Schinken zwischen 4 und 8 Monate sind. Wir haben gesagt, da sind 8 Monate über, ein Jahr. Das sind die Schinken, die auch, wenn die Farbe von Schimmel sehen, ein bisschen dunkel ist, schon grau oder einige Schimmel, wenn sie da runter schauen, sind schon allein runter. Mhm. Weil, warum? Das sind die Schinken, die sind schon mehr als 25% Wasser verloren haben. Das bedeutet, Schimmel kann nicht auf der oberen Fläche wachsen. Und dann beginnt das Schimmel sich aufzutrocknen und fällt runter. Und dann beginnen wir mit Verschmierung. Verschmieren wir eine Mischung von Schmalz und Butterweizen und Pfeffer und Salz. Deswegen das Ausdruck der Schimmel. Dann geht nur Reifenprozess weiter. Da ist die Phase zwischen Trocknen und Reifen. Und dann gehen die Schinken zum Reifen, die können auch 2 Jahre reifen, aber leider los geht schneller aus dem Haus. Was ist da noch zu betonen, ist noch alle Räume sind mit Lehm. Können Sie auch ein bisschen Hand drauflegen. Es ist kein Kalk, kein Zement, es ist nur Lehm, Sand und Stroh. Es kann mit Wasser bestreuen und noch wieder verarbeiten. Warum Lehm? Lehm kann mehr als 95% Feuchtigkeit aufnehmen, wenn es zu viel ist und wenn es zu wenig kann zurückgeben. Atmen, das ist Feuchtigkeit und auch Energie. Wenn Sie sich umdrehen, da sind 2 Ventilatoren, auf anderen Seiten sind auch 2 Ventilatoren. Und gemessen außen, wenn die Außentemperatur und Feuchtigkeit richtig ist, bringen wir das frische Luft rein. Bringen wir die Energie, Feuchte, wenn wir brauchen oder wenn wir nicht brauchen. Es kommt auf die Jahreszeit. Im Sommer brauchen wir nicht Feuchte, am Winter brauchen wir Feuchte. Das sind die Parameter im Winter, Sommer sind anders. Ja. Und da machen wir, wie gesagt, noch einen Austausch. Und dann wird auch die Energie im Band oder die Feuchte im Band kalibriert und dann über das Tag, wenn wir jetzt im Frühling sind oder Herbst, über das Tag ist Mikroklima, über das Tag wird ausgetauscht. Und in der Zeit wird hauptsächlich am Tag ausgetauscht und am Abend wird Mikroklima im Band geändert. Jetzt im Sommer machen wir nur 3 bis 4 Stunden Austausch, weil es ist zu heiß ist. Und hier, wir haben Hilfe mit oben die Kühlungssysteme, wie schon gesagt, haben wir Brunnenwasser. Ne? Und weil in Winterzeit ist sehr trockenes Luft ist, haben wir hier 2 Fontänen mit Brunnenwasser. Das benötigen wir zur Befeuchtung des Raumes. Weil wir Winter brauchen wir Feuchte zu bringen und Sonne brauchen wir Feuchte wegnehmen. Wie haben Sie das alles gelernt? Haben Sie das von jemandem erfahren oder haben Sie experimentiert und probiert? Es ist für 2 oder 3 Sachen haben Sie sich zusammengesetzt. Zuerst, ich bin aus Familie, dritte schon in der Generation, dass ich Fleischverarbeitung zu tun habe. Aber ich bin kein Fleischer, ich bin Techniker bei Natur und ich habe auch mir von 7 Jahren ein Haus gebaut aus Lehm, Stroh. Und da haben wir dieses Material gelernt über das Material. Und auch die Philosophie von alten technologischen Verfahren wie Häuser, Lehm, Stroh. Und die alten Leute haben das richtige Klima war unter den Strohdächern, Lehm war da und so weiter. Und so haben wir das da. Diese Technologie ist von wie sagen wir, von unserer Geschichte her, aber es ist ein bisschen nachgeholfen mit Technik, weil der Austausch des Luft, wir machen mehr, größere Mengen dieser Schinken, aber Philosophie und diese Technologie und diese besonderen Räume geben auch besondere Reifeprozesse zu dieser Schinken und Aroma. Das ist auch, es wird jetzt schon 3. Jahr hier Schinken gemacht und es ist, wenn diese Gebäude fertiggestellt hat, hat uns die Qualität und alles sehr stark auf. Gestiegen. Wir haben auch sehr viele Auszeichnungen international bekommen. Von dieser Schinken haben wir schon 2 Jahre ein aufeinander auf DLG goldene Medaille bekommen. Dieses Jahr haben wir 4 Produkte auf DLG gegeben, 4-mal goldene und 4-mal maximal Punkte bekommen für diese Fleischprodukte. Und es ist eine, wie sagt man, Passion ist Englisch, ich weiß nicht. Leidenschaft. Leidenschaft, ja, das ist eine Leidenschaft, das ist ein Hobby.
Wir leben nicht nur von dieser Schinke, das ist in unserem Umsatz ungefähr 7-8% Umsatz. Wir machen auch andere Produkte. Aber was wir machen, machen wir auch die Philosophie: Fleisch, Gewürze, Salz, Zeit, Leute. Nehmen wir keine Zutaten wie Wasser, die Stoffe wie Gluten, Laktose, Proteine, ich weiß nicht, was alles mit Zellulose in dem Fleisch angebaut wird. Wir machen auf alte Weise, auf Tradition. Und es ist auch, wie sagt man, in diese besonderen Reiferäume und auch wir haben unter auch eine andere Besonderheit, weil wir haben, wie sagt man, ein Krematorium zu Schinken zu backen und wir machen, aber was machen wir am meisten, das werden Sie später noch probieren, das sind Riemen oder Grammen. Ne? Wir sind der größte Produzent von Grammen in Slowenien. Wir verarbeiten jährlich 500 Tonnen Speck für Grammen und die verkaufen wir so teuer wie Prosciutto. Ein Kilogramm ist 18 Euro kostet bei uns, unsere Grammen. Aber das sind Delikatessengrammen. Die lassen Speck wegen dem Gramm raus, nicht wegen des Schmacks. Ja. Das ist umgekehrt.